Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von R und K Barbecue. Ja, liebe Zuschauer, wieder ist eine Woche vorbei und wie ihr seht, wir haben uns wieder eingefunden in unserer kleinen gemütlichen Grillecke. Ja. Ganz kurz, da drüben ist die Feuertonne. Mhm. Das heißt, wir machen heute Fleisch, Kartoffelspieße von der Feuerplatte. Genau. Und wie wir das machen und was wir dazu brauchen, das seht ihr gleich nach dem Intro. Tja, und zu unseren Spießen gibt es folgende Zutaten. Wir haben hier extra, machen wir noch ein bisschen Spargel mit Bacon dazu. Dann haben wir Rumpsteak. Dann haben wir kleine Tomaten, dann kleine Grillpaprikas, kleine Kartoffelchen. Für die Marinade habe ich 4 Esslöffel Olivenöl, das ist hier. Weißweinessig, 1,5 Esslöffel. Knoblauchzehe und Rosmarin und Saft von einer Zitrone. Salz und Pfeffer nicht vergessen. Ja, und das war's schon. Genau. Und die Kartoffeln, die habe ich natürlich schon mal 10 Minuten, oder die Drillinge habe ich schon mal 10 Minuten vorgekocht. Und nicht vergessen unsere Spieße, wo wir die ganze Sache drauf spießen wollen. Ja, und zuallererst werde ich mal die Marinade für unsere Fleischspieße anrühren und danach wird die Karina das Fleisch schneiden und alles spießen. Also hier unten geht's los. Los geht's! Und zuallererst, wie gesagt, die 4 Esslöffel Olivenöl. Dann unseren Weißweinessig, 1,5 Löffel. Und den Saft unserer Zitrone. Das Ganze werden wir schon mal verrühren. Und noch etwas mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ich denke mal, das sollte schon reichen. Und schon haben wir eine Bombenmarinade für unsere Fleischspieße. Ja, unsere Marinade ist fertig. Werden wir mal schnell verkosten. Mmh, lecker. Wie gesagt, weiter geht's jetzt mit der Karina. Ja, ich mache jetzt die Spieße. Ich schneide mein Fleisch jetzt in, ich sag mal, ein mundgerechtes Stück. Ich hätte jetzt gedacht, so schneide ich das. Ja gut, aber das brauchen wir euch ja nicht zeigen. Jetzt geht's weiter mit dem Aufspießen. Ich nehme erstmal diese Grillpaprika. Dann das Fleisch. Dann würde ich sagen, eine Kartoffel. Dann eine Tomate und das immer so fortgehend im Wechsel eigentlich. Sieht doch schon mal hübsch aus, nicht? Ja, auf alle Fälle. Ein Stückchen Fleisch kann auch drauf. Aha. Es sollen ja keine Gemüsespieße werden. Nein. So gefällt mir das besser. Mhm. Und so mache ich das jetzt mit allen Spießen. 8 Stück sind draus geworden und natürlich von den Resten habe ich auch noch 2 gezaubert, sehen zwar nicht so schön aus. Und noch der Spargel dazu. Und jetzt? Genau, und der Spargel ist wunderbar mit Bacon eingepackt. Und dann geht es jetzt drüber zur Feuerplatte. Genau. Und wie ihr seht, sie ist schon voll auf Touren. Ich öle jetzt noch meine Platte ein.
Und dann werde ich mal die Spieße hier drauflegen. Ja, da sieht man, wie das Öl reinläuft und alles schön eigentlich ein bisschen Feuer entfacht. Dann habe ich noch unsere zwei extra Spieße, werde ich auch mit drauflegen. Genau, und dazu noch den Spargel mit Bacon. Ja. Aber die kann man mehr am Rand hinlegen. Erstmal. Ja, das sieht doch schon mal nach einer leckeren Platte aus. Mhm. So für vier Mann sollte das eigentlich reichen. Ja, ich werde es mal drehen, damit das nicht verbrennt hier. Genau. Wir haben den Spargel jetzt noch mal weiter nach innen gelegt. Aber wir dürfen jetzt nicht vergessen, das Ganze zu marinieren. Mhm. Und das wird der René gleich machen. Oder die Carina. Mal schauen, wer sich opfert. Ja, der René wird gleich unsere Spieße marinieren. Na, ja, los geht's. Mhm. Wir werden auch den Spargel gleich mitmachen. Oh, das riecht sehr gut. Die Marinade riecht sehr gut hier. Das war von der einen Seite. Oh, wirklich. Ein Duft. Der Knoblauch. Das ist schon richtig bombastisch. Mhm. So, da sollten wir schon einmal rum sein. Dann können wir sie jetzt noch einmal drehen in ein paar Sekunden und die andere Seite marinieren. Ich mache jetzt das zweite Mal unsere Spieße bepinseln und den Spargel natürlich auch. Geht verdammt schnell heute hier. Es soll ja auch ein schnelles Gericht sein. Mhm. Eigentlich kann das fast in die Sparte Fingerfood. Ja. Ja, ich bin das zweite Mal jetzt durch. Gut, und die Marinade? Ist alle. Ja, wie ihr seht, das sind jetzt alle, fast alle gut. Gar, wir haben sie ein bisschen nach außen gezogen, damit sie noch etwas warm bleiben bzw. nachziehen, ruhen können. Und dann können wir auch dann bald oder gleich zum Tellerbild anrichten und verkosten kommen. Also ich muss euch sagen, es duftet hervorragend. Ja, liebe Zuschauer. Hier unten sind sie jetzt, unsere Pferdchen, wie heißen sie? Fleischkartoffelspieße. Genau. Mit Spargel. Genau, und die werden wir jetzt verkosten. Mhm. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Spargel an. Ja. Ups. Schau mal hier die Spargelspitzen. Der Spargel ist noch schön schnurpsig. Also etwas bissfest. Ja. Was jetzt so viel wichtiger ist, Spieße. Sind unsere Fleischspieße mit Kartoffeln, Tomaten und der Grillpaprika. Mhm. Ich komme noch mal kurz vor. Oh ja. So sehen sie aus. Und wir werden es uns mal schmecken lassen. Rein. Mhm. Also die Marinade schmeckt man heraus, sag ich mal. Das Fleisch ist eigentlich auf dem Garpunkt. Ich schätze mal so 54, 56 Grad. Tomaten, brauchen wir nicht drüber reden.
Beispiel Drillinge. Also mit dem Rumpsteak, die Spieße schmecken richtig lecker. Und die Marinade noch dazu. Die Grillpaprika, ja gut, geht immer. Also perfekt. Mhm. Schneller Fingerfood. Gut, wir lassen uns das jetzt schmecken. Genau. Und ich denke mal, das sollte eine gelungene Sache gewesen sein. Mhm. Schneller Fingerfood. Ja. Und ja, dann noch den üblichen Satz. Ja. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, hinterlasst einen Daumen, einen wohlwollenden Kommentar und ein Abo, wenn noch nicht geschehen, was immer kostenlos ist. Genau. Und dann sehen wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Tschüss. Tschüss.